Sichtlich gelöst zeigte sich gestern Abend Thomas Röwekamp beim kleinen Parteitag. Nach wochenlangem Überlegen gab der 45-jährige Parteichef seine erneute Kandidatur um den Landesvorsitz der Bremer CDU bekannt. Ja, ich habe mir sehr genau überlegt, was muss ein Landesvorsitzender eigentlich können. Und da gehört für mich an die allererste Stelle die thematische und inhaltliche Auseinandersetzung. Das ist selbst eine Aussage meiner Kritiker, meine große Stärke und das ist auch meine große Leidenschaft. Ich streite gerne um politische Inhalte. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass einer alleine die Schwierigkeiten, die wir hatten in den letzten Wochen, nicht überwinden können, sondern dass das eine Teamleistung ist. Und in dem Team möchte ich gerne dabei sein. Ich traue mir das zu. Nicht alleine, aber mit vielen anderen gemeinsam die CDU auf einen gemeinsamen neuen Kurs einzuschwören. Und der muss heißen, in der Sache hart kämpfen, in Personalentscheidungen geschlossen stehen und den Wettbewerb fair austragen. Neben Personellem ging es auch um Inhalte. So sprachen sich die Delegierten für die Einführung einer verbindlichen Lohnuntergrenze aus, und zwar für die Bereiche, in denen ein tariflich festgelegter Lohn nicht existiert. Dabei orientieren sie sich an der Branche der Zeitarbeit. Wir fordern ja auch in unserem Antrag gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Das ist etwas, was unter Schröder und Clement ausgehöhlt wurde durch die damals geschaffenen Regelungen. Die christlich-liberale Bundesregierung hat schon daran gearbeitet und arbeitet weiter daran, die Zeitarbeitsbranche in einen Rahmen zu stellen, in dem dort eine faire Entlohnung möglich ist. Und eine fair regulierte Zeitarbeitsbranche kann dann auch ein Orientierungsrahmen für eine allgemeine Lohnuntergrenze sein. Einen entsprechenden Antrag werden die Bremer auf dem kommenden Bundesparteitag in Leipzig unterstützen.